Ich war der beste Spieler in Costa Rica auf diese. Wie heißt dieser Sport? Cricket. Ich war der beste Spieler. Der beste Spieler auf jeden Fall. Also. Wow. Okay, wir spielen. Ein bisschen links. Ja, falsche Richtung. Ja. Vorher hätte ich hätten noch mähen können. Ich war der beste Spieler in Costa Rica. Schau mal, wie ist jetzt. Das ist gut. Costa Rica Meister. Oh, ist aber Weltklasse. Ist okay. Dann nicht mal hier. Wie Samurai. Oh, Ich nehme die Zeit. Kosten. Ich habe meinen Sport jetzt, hä? Endlich mal haben die noch ein Spiel gesucht, wo du gut bist. Oh! Und jetzt? Nein. Also ich mache falsch. Warte noch. Hey, gut. Ist überhaupt nicht gut. Ja, mein. Schade. Also da. Ich hab schon. Okay. Porsche will ich nicht, ne? Das will meine Hüfte da. Schaff ich sowieso nicht. Ja! Bisschen geschummelt, aber. Muskas. Schau mal diese Rakete. Boah, wow, ey, nicht schlecht. Aber ein bisschen. Tanaka. Wo ist der Toto? Que bueno. Wo ist der Klausi? Katze. Ihr habt nicht gesagt, wie lange das dauern soll. Das ist muy bueno. Mano, sí. Ja, war durch. War durch. Ey! Du kannst gewinnen, Toto. Ah! Pfosten. Oh! No, Pfosten. Pfosten. Oh nein, wie kann das sein? Wie meine Karriere daneben, ne? Ich bin schon da. Komm. Wow, ist warm, ne? Hermano, tu eres. Dios mío. Tu? Ya diste? Sí, mano, pero mira. Okay. Schon. Ich mach so. Ah! Ich hab schon getroffen. Stark, Ambo. Scheiße, ich spiele. Erste Mal! Scheiße! Erste Mal! Scheiße! Das ist perfekt! Also, ich bin ein kleiner Mensch hier. Passt gut. Also, worum geht es? Ich bin gespannt jetzt. Ja? Ja, Toto gegen Gambo, das Trainingslager-Duell. Ein Duell, das mehr Tradition hat als so mancher Bundesligist. Vierte Ausgabe. Könnt ihr euch daran erinnern, wer hat die letztes Jahr gewonnen? Toto. Ja, ich glaube, ganz viermal der Toto immer. Ich war kein Spiel, aber ich glaube, dass ich gewonnen habe. Ja, das kann gut sein. Wirklich. Wer ist dieses Jahr Favorit? Gambo hat schon das erste Spiel gewonnen. Ja, jetzt. Das war schon sehr souverän. Aber okay, aber schau mal, was kommt, weißt du? Ja. Schau mal, was wird. Schau mal, was Florian wird. Schau mal, was wird hier. Das war auf jeden Fall eine souveräne Vorstellung gerade von Gambo. Klarer Sieg. War gut. Beste Spieler in Führung. Der hat auch selber gesagt, der hat noch früher in Costa Rica Meisterschaft geholt. Keine Ahnung, wie heißt dieser Sport, Cricket, aber ich war Cricket der beste Meister Spieler. In Costa Rica? Ja. 2006? Ja. Ich habe der Olympik gespielt. Also, ja, Favorit war der schon. Ja, der ist wie Bayern gegen. Nein, sag den Namen nicht. Gegen. Nee, keinen Namen. Wir sagen nichts. Ja, gut. Gegen Bayern trifft der Gambo ja auch eigentlich immer, ne? Ja, aber gut. Lange her. Andere Geschichte. Lange her. 2002. Wir haben noch zwei kleine Minispiele. Das heißt, Toto, du kannst das Spiel natürlich noch drehen hier, ne? Ist noch alles drin. Nichts verloren. Alles drin. Ich nenne euch jetzt gleich den Namen von einem Fußballspieler. Ihr seid danach dran. Ihr müsst den letzten Buchstaben von diesem Namen nehmen und damit den nächsten Namen bilden. Also das ist dann der Anfangsbuchstabe von dem nächsten Namen. Ich gebe jetzt gleich mal ein Beispiel, damit wir das mal durchspielen können. Okay. Oder Sie, komm, ich kenne viele Spieler, Mann. Dann starten wir mal mit Philipp Hofmann. Hofmann. NDI. Das ist bestimmt ein Spieler, hundertprozentig.
Ah, das ist super, total. Endoram. Auch ein ehemaliger Spieler, der bei Nantes gespielt hat. Endoram, Endoram. Termina eng? In M. 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 Okay. Mauricio Fernandes. Fernandes. Das geht auch nicht. Fernandes. Fernandes. Aber so, er muss ein bekannter Spieler Zaha. Sein, oder? Zaha. Zaha. Okay, mit A. Okay. Anthony. Anthony. Johan Miku. Boah, Toto, was ist der Name? Miku. Immer U. Was ist heißt mit Ulises? Uli. Ich habe hier gespielt. Ulrich Bappo. Uli Bappo. Uli Bappo. Das geht oder ne? Nein, das geht. Komm, komm, ich akzeptiere. Bappo. Uli. Uli Bappo, Oscar. 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 Du bist ja zurück. Oscar. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Yeah. Sergio Ramos. Bravo. Ramos, ese, okay. Sergio. Nein, den Namen. Sasa. Sasa, de donde? Sassuolo. Sassuolo. Ah, ein Spieler von Sassuolo, Sasa. Sasa, ja, italienischer Spieler. Ja, ja, klar. Ja. Antonio Lozia. Bravo. Lozia. Wir haben nur als Beispiel da. Ah. Wir haben Fußballspieler gesagt, aber der versucht mal ab und zu mal Fußball zu spielen. Ja, bestimmt, genau. Der ist ja noch jung, der kann sich ja noch entwickeln. Ja. Nana. Asensio. Ja, Asensio. Nehmen wir mit. Okay. Ja, verloren. Cambo gibt auf. Das war. Okay, okay. Ja, das ist der Ausgleich. 1-1. Perfektes Drehbuch. Komm. Dann kann das letzte Spieler entscheiden hier. Ja, okay, perfekt. Boah, spannend. Spannendes Spiel, Mann. Sehr spannend. Okay, ich bin froh, dass ich gewinne. Unseren Kader hier im Trainingslager. Okay. Das ist ein kleines Quiz so über euch, über unsere Spieler und so weiter. Wow, okay. Ich kenne nicht alle Spieler von unserem Kader. Ja, das ist nicht schlimm, aber ein paar kennst du ja, deshalb wird das, glaube ich, schon reichen. Also es gibt hier verschiedene Kategorien. Zum Beispiel sage ich, wir suchen den schwersten Spieler im ganzen Kader. Mhm. Und ich sage dann, Niklas Jahn wiegt 65 Kilo, zum Beispiel jetzt nur, ne? Wer kommt ihm von dieser Kilozahl am nächsten aus dem Kader? Habt ihr ja wirklich alle Daten da? Auf dem alles, wir haben ja alles. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Hier Seite. Der gläserne Profi. Wow, wow. Starten. Also, es geht um die meisten Bundesligaspiele. Oh, bitte raus! Oh, bitte raus! Zweite Liga oder? Nee, nein, nur Bundesligaspiele. Also, Philipp Hofmann hat bisher 63 Bundesligaspiele bestritten und ist damit bei uns auf Platz 7 im Kader. Okay. Welcher Spieler kommt ihm am nächsten? Also lass mal überlegen. Ivan? Ich würde Gamboa sagen. Du sagst Christian Gamboa. Gamboa, was sagst du? Ivan Ordetz. Ivan Ordetz. Stimmt. Also ihr seid beide extrem gut, denn diese beiden Spieler sind tatsächlich am nächsten dran an Hoffi. Ivan Ordetz hat bisher 54 Bundesligaspiele, also 9 weniger als Philipp Hofmann. Christian Gamboa hat bisher 64 Bundesligaspiele, also 1 mehr. Toto. Weltklasse. Nee, der kann man nicht sein. Ich glaube nicht ihn selber. Du weißt auch, ich kann man selber nicht. Wir gucken nicht selber. Weißt du, das ist meine Sache, Mama. Ja, doch, er weiß auch nicht, wie viel der noch. Ja. Ganz, ganz stark. Ja, ich hab Jack. Sehr gut. So, jetzt geht es um das Alter. Damit kennt ihr euch aus. So, Bernardo ist 29 Jahre alt. Wer kommt ihm am nächsten aus dem Kader, altersmäßig? Wie viele Tage? Okay, muss ich warten noch. Maxi Wittek? Du sagst Maxi Wittek? Ja. Gambo, was sagst du? In diesem Kader jetzt, Moment.
Nimm noch einen anderen Kader, wenn du willst. Hey. Ja, also. Alter. Dani, ne? Also Musak, Ivan ist 32. Alter, das ist alte Sack. Das ist so. Das ist ein alter Sack. 30. Wie alt ist Gerrit? Wieso auch alle die. Ja, also. Geburtstag oder Abend? Also, Gerrit, weißt du, neue, Trampel, also neue Haare ist schwer zu sagen. Weißt du, so. Er sieht viel jünger aus, mit Neujahr. Ja, also. Ich bleibe Ivan. Ivan? Ja. Okay. Ivan Orls ist 32 Jahre. Ja. Maximilian Wittek ist 28 und damit näher dran an Bernardo. Wärst du bei 28, Gerrit. 29. Wärst du bei Gerrit geblieben, dann wärst du ein Punkt gewesen. Ja. Der ist nämlich 28, auch 29. Der ist 29, das ist ein Jahr Unterschied. Ein Jahr. Und du 3 Jahre. Gerrit. Ich nehme Gerrit. Ich nehme Gerrit. Ich nehme Gerrit jetzt. Er wollte Gerrit. Nee, Gerrit ist auch 29. Das wäre der Punkt gewesen für dich. Stimmt, aber ist neue Haare, ein bisschen zu alt. Schwer, so, weißt du, Transplant, das ist neu im Joinhaus. Schwer. Okay. Ja, 2-0, oder? 2-0 Toto, ja. Ich vergesse den zu Zähne. Ich war Gerrit im bisschen kommen, weißt du, ich war ein bisschen kommen. Nur wegen seiner Haare. Nein, weißt du, nur wegen seiner Haare. So, jetzt geht es um die Körpergröße. Okay, okay. Moritz Broschinski ist 1,90 Meter groß. Wow, das, wer das kommt ist ihm aus dem Kader nicht? Das geht nicht. Der hat erstmal gelogen. Nee. Erstmal ist gelogen. Das ist kein 1,90 Meter. Ich bin 1,80 Meter. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Steht hier. Der ist nicht groß als ich. Und Niki auch. Niki ist 21, also 1,20 Meter. Okay, sorry. Entschuldigung. Nee. Nee, komm. Okay. Also, 89. Also angeblich ist Moritz Broschinski okay. 1,90 Meter groß. Mhm. Wer kommt ihm am nächsten aus dem Kader? Eran Masovic. Eran Masovic? Okay, weil sein großer Kopf, weißt du, normalerweise Kopf ist 20 mm vom Maso. Aber gut, da bist du gut dran. Ja. Hoffe ich schon. Na, hoffe ich schon. Ciao. Also fast 2 Meter. Wenn Broschinski 1,90 Meter, hoffe ich 2 Meter. Auf jeden Fall. Deswegen. Also, Ibu ist 3 Meter groß. 30. Also, ja. Dann sage ich mal, Felix? Ich bin da auch gleich. Mats Panewitz, aber der ist auch viel größer. Der ist viel größer. Okay, schauen wir mal. Mats Panewitz ist 1,95 Meter groß. Weit. Also 5 cm größer. Ja. Erhan Masovic ist 1,89 Meter, also 1 cm kleiner. Stark, Gambo. Sehr gut. Ja! Punkt für dich. Du warst schneller. Ich wollte Masovic nehmen, aber du warst schneller. Ja, Masovic hat direkt schneller. Damit steht es fast gleich. Nur noch 2 zu 1 für Toto. Geht. Jetzt ist bestimmt gut. Sehr fair, sehr fair. So, es geht um Länderspiele. Also nur A-Länderspiele für die Nationalmannschaft. Okay. Ah, okay, gut. Okay. Weil sonst. Keine Junioren, keine Sorge. Nur A-Länderspiele. Ich muss nochmal eben nachzählen. Zählt auch an meine Zeit mit Platini und. Ja, aber da gibt es keine Aufzeichnung mehr zu. Also wir haben 7 Spieler im Kader, die bereits A-Länderspiele absolviert haben. Okay. 7, ja. Ivan Ordets hat 12 Länderspiele für die Ukraine absolviert. Okay. Wer kommt ihm am nächsten aus dem Kader? Gambo, viel mehr. Ja, ich glaube, auf jeden Fall erster Platz. Ich schätze Matusch. Matusch hat doch ein paar, aber ob der. Aber ich glaube, es ist 12. Der also 12 hast du gesagt? 12, Ivan Orlitz, ja. Ivan, 12. Gerrit hat einmal gespielt. Ja, einmal gespielt, Gerrit. Ein Tor geschossen, aber es war gut. In Philippinen. Ich sag Matusch. Bero. Matusch Bero? Ja, erst Gedank. Das ist gut. Eran Masovic auf, aber er hat, ich glaube, viel gespielt. Agon. Agon auch, stimmt. Agon. Ja, Agon, aber. Wer sind die 7 Spieler? Aber Agon. Maso. Matusch. Matusch. Du? Ivan? Ivan. Du? Ich. U40. Leider haben die meine Telefonnummer vergessen. Die haben meine Telefonnummer vergessen. Nee, wer noch? Wer auch? Nein. Bernie? Nein. Ja, Brasilien, schwer von Bernie. Hat Danny David Noch nicht. Aber wer auch kommt? Ibu auch nicht, glaube ich.
Hat er? Ein Länderspiel. Ja? Ibu Sissoko? Ah, aber für... Für Mali. Ah, Mali. Ja, genau. Mali, ja. Ich nehme Argon. Argon Elesi? Ja. Ich glaube, die war näher dran mit Maso. Ja. Ich hätte in deiner Stelle ich Maso noch genommen. Ich glaube, Nova, ne? Ich glaube, Maso hat... Also, wie gesagt, Ivan Ordet 12 Länderspiele. Matusz Bero hat bereits 32 Länderspiele. Das ist so viel. Ja. Argon, der hat 6 oder 7 dazu. Und Argon Elesi hat 10. Und damit bist du näher dran, Gambo. Go! Hey, Matusz, der hat so viel gespielt, ja. Hat schon. Waren denn Matusz? Ah, der ist auch nicht so. Ja, der hat es nicht so jung. Ja, stark. Das ist ja hier wie aus dem Drehbuch. Also muss das allerletzte Spiel so hier entscheiden. So ist es bei uns. Wunderbar. Ja, immer so. Das hätten wir ja nicht besser planen können. Sehr schön. Komm, vamos. So, letzte Aufgabe, die hier über das gesamte Spiel also entscheidet. Es geht um Bundesliga-Tore. Das ist noch spannender als unsere Relegationsspiele. Das ist Wahnsinn. Ja. Es geht um Bundesliga-Tore. Eigentor oder so. Antoni Lucia hat, vollkommen richtig, 5 Bundesliga-Tore bislang erzielt. Wer kommt ihm aus dem Kader am nächsten? Ich weiß. Ich habe einen Namen im Kopf. Ich muss sagen, Erang Masovic. Ja. Ich sage Bruschinski. Bruschinski. Bruschinski sagt 3 oder 2. So. Wir gehen, glaube ich, in die Relegation. Ihr habt nämlich beide recht. Nein! Das war geschrieben. Das war wie bei uns auf Agenten Düsseldorf geschrieben. Wirklich. Wir wollen noch weiter. Beide haben bislang 4. Stark. Ja, wir müssen in die Relegation. Beide 4? Wir sind auch gebracht. Ja, oder ihr einigt euch auf ein Unentschieden. Nein, wollt ihr nicht? Nee, aber die haben keine Fragen mehr. Ja, keine Fragen mehr. Ja. Ich kenne ja keine Gerichte. Was machen wir? Klausi, kannst du nur die Statistiken noch schicken? Oder wir machen Wir brauchen noch eine Frage hier. Ihr macht Schnick-Schnack-Schnuck. Das ist immer am fairsten. Ja. Schnick-Schnack-Schnuck bis 3, ne? Bis 3? Bis 3. Okay. Nee, Schnack-Schnuck. 1-0. Nee, Schnack-Schnuck. Warte noch mal. So. Du weißt es nicht. 3 ist das. Mag ich ja. 3 ist das. 3 ist das. Go. Stark! 3-0, wir gegen Düsseldorf, 3-0. Vielleicht lässt du ja erst dabei, Toto. Das war mir eine Ehre. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr schön. Vielen Dank, Anna. Ja. Danke euch. Es war ein Fest, wie immer. Dankeschön. Tschüss. War geil. Ja, komm. Leute, ja, da keine Frage mehr, da war keine Frage mehr. Jungs. Erstmal müssen wir durch beide. Genau, erst durch den und dann durch den. Okay. Dieses bisschen Spider-Man, weißt du, zu Hause. Ja, weil der klein ist, muss ja noch da. In Costa Rica, das ist ganz normal. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Weil ich groß genug bin. Der ist natürlich. Das kann ich. Das auf jeden Fall nicht gewinnen. Klimbing. Ja, klar. Aber scheiße, okay. Weil ich brauche nur einfach. Perfekt. Okay, ich komme mit. Super. Dann kochen wir noch Vino, Wein. Nur Wasser. Wir haben, lass euch schmecken. Gestern haben wir nur eine Flasche getrunken. Ja, habt ihr euch verdient. Männer, danke. Danke. Ciao. Falls ihr noch braucht, ne? Ja. Morgen nächste Runde. Ja.